Big Direkt Gesund, der Podcast. Oft ist der Auslöser, sich mit dem Thema Patientenverfügung zu beschäftigen, ein Erlebnis in der eigenen Familie. Etwa, wenn eine Tante oder ein Onkel mit einer schweren Krankheit künstlich längere Zeit am Leben erhalten wurde. Wenn der oder diejenige nicht mehr selbst ihren Willen erklären können, dann sind die Verwandten in der Verantwortung. Dann müssen sie Entscheidungen treffen, die weitreichende Folgen haben. Das lässt sich mit einer Patientenverfügung vermeiden. Astrid Grunewald-Feeskorn ist Referentin für Patienten- und Pflegerecht bei der Verbraucherzentrale Berlin. Häufig ist es so, dass dann so Klauseln drin stehen wie, wenn ich unheilbar erkrankt bin, wenn es keine Gesundung mehr für mich gibt, dann möchte ich gerne, dass in der folgenden Art und Weise verfahren wird. Dann sollte man schon genau seine Wünsche und Vorstellungen darlegen. Also zum Beispiel, was sage ich denn zu künstlicher Ernährung, zu künstlicher Flüssigkeitszufuhr, zu Schmerztherapie, Wiederbelebung, künstlicher Beatmung. Da gibt es so ein paar Bausteine, die man abarbeiten sollte. Seitdem vor 2 Jahren die gesetzlichen Grundlagen neu geregelt wurden, kommen immer mehr Menschen in ihre Beratung. Wichtig ist, dass die Patientenverfügung schriftlich und unterschrieben vorliegt. Es ist keine bestimmte Form vorgeschrieben, sogar Vordrucke können genutzt werden. Am besten sei es aber, selbst zu formulieren, weil dann alle Bedürfnisse konkret beschrieben werden könnten. In der Patientenverfügung kann ich zum Beispiel festlegen, ob ich künstlich ernährt werden möchte. Ich kann sogar festlegen, ob ich vielleicht nicht durch eine PEG-Sonde, also das ist eine Sonde, die in die Bauchdecke eingeführt wird, ernährt werden möchte. Aber vielleicht möchte ich ja durch einen venösen Zugang künstlich ernährt werden. Und wenn ich das festlege in einer Patientenverfügung, habe ich sehr feinschichtig die Möglichkeiten, eben zu sagen, ich möchte überhaupt nicht künstlich ernährt werden oder ich möchte auf diese Art und Weise nicht künstlich ernährt werden, sehr wohl aber auf eine andere Art und Weise. Je detaillierter die Angaben sind, desto eher kann den erklärten Wünschen des Patienten entsprochen werden. Werden bestimmte Aspekte allerdings ungenau beschrieben, dann könnten einzelne Maßnahmen unterschiedlich ausgelegt werden. Wenn einfach nur geschrieben wird, wenn ich mal von Apparatemedizin abhängig bin, dann möchte ich diese verweigern. Also es gibt ja viele Formen von Apparatemedizin oder wann fängt es an, wo hört es auf? Also wenn es einfach sehr unbestimmt ist, dann wissen Ärzte natürlich auch nicht, soll jetzt diese Patientenverfügung zum Tragen kommen oder nicht, und dann wird es manchmal schwierig. Astrid Grunewald-Feeskorn empfiehlt, ein kleines Kärtchen bei sich zu führen, etwa beim Personalausweis. Dort könne beschrieben werden, wo sich die Patientenverfügung befindet. Was Sie machen können, ist sicherlich, dass Sie eine Kopie dieser Patientenverfügung bei Ihrem Hausarzt in den Patientenakten hinterlegen. Und ansonsten muss die natürlich aufbewahrt werden an einer Stelle, wo Sie alle wichtigen Sachen aufbewahren. Das macht Sinn. Eine kostenlose Broschüre zum Thema können Sie beim Bundesministerium für Justiz bestellen. Informationen dazu im Internet unter www.bmj.bund.de. Allerdings gibt es noch ein weiteres wichtiges Dokument. Neben der Patientenverfügung ist natürlich auch eine Vorsorgevollmacht sehr, sehr wichtig, weil nur durch eine Vorsorgevollmacht ja ein rechtlicher Vertreter bestimmt wird, der im Zweifelsfalle für Sie entscheiden kann, wenn Sie das selber nicht mehr können. Und die Aufgabe eines Vorsorgebevollmächtigten ist zum Beispiel auch, Ihre Wünsche aus der Patientenverfügung umzusetzen.